Hallo, ja, ganz kurz zu dem Riesenirrtum des YouTubers Oli, also Oli, aus dem Kölner Raum, glaube ich, ist der. Ja, er schildert, welche Riesenprobleme er sieht bei der CO2-Bepreisung und CO2-Steuer. Einerseits hat er recht, dass wenn man das den inkompetenten Fridays for Future, Scientists for Future 1 Plänen und den Regierungsplänen überlässt, dann wird das sicherlich zur Verarmung der Bürger führen oder zur Beschädigung und zur Beschädigung der Wirtschaft. Und Deutschland wird volkswirtschaftlich sicherlich ruiniert werden. Aber jetzt kommen wir zu den die zweiten Scientists for Future, die zweiten Scientists for Future 2, die neuen Galileis. Die haben ja ein ganz anderes Konzept. Die wollen ja sozusagen erst einmal Gelder erwirtschaften an alle, also auch an Olli, erstmal auch eine insgesamte Steuersenkung geben, ja, sodass also jeder auch profitiert von dem Wandel der Gesellschaft und von der sanften Verabschiedung von der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise vom Kapitalismus sozusagen profitiert. Und also über Gesundheitsreform, Ernährungssystemreform, Pflegereform und dann alle anderen weiteren Reformen werden also Milliarden Euro volkswirtschaftlicher Gewinn erzielt, weil die ganzen Verschwendungen der sozialen Marktwirtschaft eingespart werden sozusagen. Und weil es eben nicht mehr zugelassen wird, die Bevölkerung zum Beispiel, ich mache nur ein Beispiel, das verdeutlicht, wie die soziale Marktwirtschaft volkswirtschaftliches Vermögen zum Fenster rauswirft, nämlich sie lässt zu, dass unsere Ernährungswirtschaft ganze Generationen von Menschen chronisch krank werden und krebskrank werden lässt, die dann nochmal für teures Geld nochmal wieder repariert werden müssen, anstatt sozusagen das Ernährungssystem so zu steuern, dass nur noch gesundheitsförderlichere Nahrung zu Verdiensten führen und eben nicht mehr die Vergiftung der Bevölkerung zu Verdiensten führt. Das lässt die soziale Marktwirtschaft zu und damit ist sie sozusagen der Mörder der Menschen sozusagen. Und das beenden ja die zweiten Scientists for Future 2. Daraus wird natürlich viel Geld eingespart, weil ja dann die Leute in den Betrieben nicht wegen Krankheit fehlen, sondern gesund bleiben, leistungsfähig, fit, wirtschaftlichen Erfolg erzielen und Gewinne erzielen und wir dadurch alle insgesamt, die gesamte volkswirtschaftlich erstmal reicher wird. Und dann aus diesem Reichtum heraus leisten wir uns den Luxus, die CO2 zum Beispiel hoch zu bepreisen. Und wenn wir dann CO2 hoch bepreisen, können wir dann eben auch noch so hingehen, dass wir sagen, jemand, der auf dem Lande wohnt, in der Familie 5 Autos bezahlen muss und die gesteigenden Spritkosten und so weiter bezahlen muss, dass wir dem natürlich dann mehrere 100 Euro pro Monat, also ungefähr die Höhe der realen Spritkostenerhöhungen für den zurückgeben. Also nicht mehrere 100 Euro im Jahr, sondern mehrere 100 Euro im Monat zum ersten des Monats zu Beginn des Monats aufs Konto überweisen, damit diese Leute auch wieder zufrieden sind. Aber die Lenkwirkung, das hat Olli wiederum natürlich, weil er ja auch, man sieht es an seiner Sprache, natürlich jeder gute Wissenschaftler, zum Beispiel wie Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste also klassische Volkswirt Deutschlands, auch wenn er noch so veraltet ist, ist er doch ein kluger Mann. Natürlich reden wir alle, die denken können, auch mit viel Äs und Ös und Pausen und Versprechern und so weiter. Aber bei Olli sind die Versprecher schon so typisch, dass sie zeigen doch ein relativ niedriges Bildungsniveau und ein doch sehr geringen Bildungsstand und so weiter. Und deswegen hat er auch die Lenkwirkung überhaupt nicht begriffen. Also ich
will damit auch sagen, Leute, diese vielen tausend Leute, die ständig die Olli-Videos anklicken, also ihr solltet, ja, das wahrscheinlich könnt ihr das gar nicht befolgen, weil ihr selbst eben gar nicht genug gebildet seid, das befolgen zu können. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, ihr seid auch völlig unwichtig, denn wir haben ja schon in einem anderen Video festgestellt, dass für die gesellschaftliche Entwicklung nur die 31%, also nur das obere Drittel der Gesellschaft, der Gebildeten, überhaupt entscheidend ist, weil die gesamten Geschicke der Gesellschaft bestimmen, während die anderen sozusagen sowieso keine, die anderen zwei Drittel der Gesellschaft hier links sowieso keine Ahnung von der Welt haben und auch keine Wirkung entfalten, denn sie stellen nur etwa eben nur 49% der Wähler dar und das ist bedeutungslos, wenn die anderen 51 sich einig sind, dass sie rational, wissenschaftlich und auf hohem Bildungsniveau Entscheidungen treffen für die Zukunft sozusagen. Ja, also um wieder zurückzugehen, oh, ich habe vergessen, ein bisschen bewegte Bilder einzuschalten, so aus unserem Bildmaterial. Ja, also sein Fehler ist, dass er die Lenkwirkung nicht versteht. Verständlich bei seinem Bildungsmangel. Die Lenkwirkung ist die, wenn ich 300 Euro jeden Monat bar auf die Hand bekomme, dann hoffen diejenigen, die an die Lenkwirkung glauben, dass er sich überlegen wird, ob er diese 300 Euro wirklich jeden Monat in den Tank werfen will oder ob er für das gleiche Geld nicht sich dann doch ein Elektrobike zulegt, um dann bei schönem Wetter eben doch mal zur Arbeit zu radeln oder ja, oder ob er sich nicht doch überlegt, ob er ein Elektrofahrzeug sich zulegt, bei trotz aller Bedenken, die es natürlich gegen Elektromobilität gibt, aber oder vielleicht ein Wasserstofffahrzeug oder es wird ja auch darüber gesprochen, dass es klimaneutrale Gasautos gibt, also auf die man jeden Motor angeblich umstellen kann und so weiter. Ich glaube, die Umstellung auf Wasserstoff ist ein bisschen komplizierter, weil der Zündzeitpunkt woanders liegt und so weiter, deutlich woanders liegt. Aber ganz generell ist also zu sagen, die Lenkwirkung soll ja darin bestehen, dass nicht die Leute geschädigt werden finanziell, sondern im Prinzip die gleiche finanzielle Situation haben, aber diese 300 Euro oder 400 Euro, was auch immer dann sowas auf dem Lande bedeuten kann, in der Hand haben und dann sich überlegen, ob sie dieses viele Geld nicht lieber doch für ein billigeres öffentliches Nahverkehrsticket kombiniert mit dem Fahrrad und so weiter, Elektrofahrrad oder so, verwenden wollen und da lieber mit dem Rest des Geldes was anderes Schönes sich davon leisten. Das ist die Lenkwirkung. Ja? Und dann hofft man natürlich, dass das andere, dass die Schöne, dass die sich leisten, natürlich keinen CO2-Ausstoß haben möge. Ne? Und ja, so viel zur CO2-Steuer. Und Olli hat wieder mal bewiesen, dass er eben ja eigentlich kein Ratgeber für niemanden sein sollte. Aber ich fürchte, dass sich diese, ja, die unterbelichteten zwei Drittel der Gesellschaft sozusagen leider wohl nicht davon abbringen lassen werden, sozusagen seinen irreführenden Ratschlägen zu folgen oder seiner Sichtweise zu folgen. Alles klar, tschüssi, bis bald.